Und Spiel 6. Heute ist ja richtig was los. Eigentlich ist gar nicht so viel los, aber man kommt trotzdem an schöne Spiele mit netten Leuten. Und jetzt gegen Pais TU starten wir mal und gucken uns das Königreich an. Wir haben Dörfer mit Wegkreuzung und Eisenhändler. Entsorgen können wir mit Anbau. Und das war's. Grotte ist diese, ist eine relativ neue Karte, ne? Von den neuen Erweiterungen. Vier Karten zur Seite legen. Auf die Karte und bis zum Beginn des nächsten Zuges die ablegen und so viel. Also so eine Art Keller-Dauerkarten-Variante. Ziemlich gut war die, glaube ich, wenn man ein bisschen Card Draw im Deck hat. Dann blinder Passagier. Wenn jemand eine Dauerkarte nimmt, kann man sie aus der Hand spielen. Okay. Magnatenkarte pro Geldkarte, Hexenzirkel wird böse. Könnte gut sein, dass es hier auf Hexenzirkel hinausläuft. So, und sonst haben wir eigentlich nicht so viel. Ja, wenn Hexenzirkel hier dominant ist, bisschen bauen will man aber trotzdem. Will ich vielleicht mit Grotte Eisenhändler anfangen? Oder mit Grotte Eisenhütte. Ist auch vielleicht ganz gut, weil der Grottenzug, der bereitet sozusagen ja eh vor, dass man auf 5 kommt. Und dann, ja, dann dürfte das ja eigentlich ganz gut sein. Wenn ich jetzt hier also, 7 Karten habe ich hier, 5 Kupfer und 2 Anwesen, kann ich hier also einen Eisenhändler nehmen und hier 2 Karten ablegen. Nicht wahr? Dann ziehe ich nächste Runde 2 Karten und habe dann eine große Hand. Also genau 7 auf der Hand für 5. Das ist doch gut. Oh, er hat Wegkreuz in Eisenhütte angefangen. Und Weg der Robbe war, man kann Karten oben aufs Deck legen. Okay. Kann ich auch dran denken, das zu machen. Also, wie wollen wir die erste 5? Wollen wir gleich einen Anbau? Der kann dann ja zu Anwesen zu blinden Passagieren machen und Kupfer halt entsorgen. Ich denke, es ist trotzdem ganz gut. Mit den großen Händen, die wir hier dann auch kriegen können durch Grotte, ist Magnate natürlich dort sehr interessant. Plus Kauf haben wir leider nicht, also wir müssen dann mit Eisenhütte und Anbau arbeiten. Nimmt sich auch blinde Passagier. Die sind schon sicherlich sehr gut. Oh, er kriegt den jetzt hier auch gleich gespielt, hätte wahrscheinlich aber eh die Aktion dafür gehabt, denke ich mal. Hat ja keine terminierenden Aktionen bisher im Deck. Obwohl er darf dann gleich was ziehen. Ist natürlich auch sehr gut für ihn. Ist trotzdem sehr gut für ihn, ja. Legen wir ab. Anbau. Anwesen im blinden Passagier. Jetzt müssen wir ja nicht Riff befürchten. Und jetzt könnten wir uns einen Fünfer aufs Deck legen. Mache ich auch mal, weil können uns gleich einen Hexenzirkel aufs Deck legen. So viel zum Ablegen hätte ich jetzt eh nicht gehabt. Da will ich jetzt lieber eine Fünferkarte kaufen. Er hat sich schon viele Eisenhändler jetzt genommen. Behalten. Hexenzirkel. Grotte. Eine beiseite legen und noch ein Eisenhändler. Holt sich jetzt auch den Hexenzirkel.
Ablegen. Könnte mir jetzt den als Robbe spielen oder als Blindenpassagier. Wenn ich als Robbe spiele, kriege ich auf 5, aber ich will noch einen Eisenhändler, bevor er die letzten beiden nimmt. Und nächste Karte 2, nächsten Zug 2 Karten ziehen ist auch nicht verkehrt. Okay, Forderung. Sehr schön. Für ihn. Ablegen. Hexenzirkel. Grotte. Könnte drei beiseite legen oder eine und dann. Oder ich lege den blinden Passagier beiseite. Und das. So, spielen blinden Passagier und kauf noch einen Hexenzirkel. Ja, dann kann ich jetzt 4 Karten ziehen. Okay, zweiter Hexenzirkel bei ihm. Dann Grotte, blinder Passagier. Ich möchte eigentlich die blinden Passagiere jetzt nicht unbedingt im Shuffle haben. Aktionen sind immer gut. Den mag ich auch behalten. Ja, wir behalten ihn mal, weil wir können ihn dann auch gut ausspielen. Anbau, Anwesen in blinden Passagier. Spielen wir den gleich aus. Eisenhütte. Noch ein blinden Passagier wahrscheinlich. Und dann die Hexenzirkel spielen und kriegt halt keinen Pluskauf. Von daher vielleicht einfach ein Platin. Wegkreuzung ist halt, wenn man die Anwesenden entsorgt hat, erstmal relativ schlecht. Oha, Anwesen. Ja gut, die Stapel werden leer, ne? Stapel werden echt leer. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt eine Punktekarte kaufen. Weil die Flüche sind halt ein Stapel. Und die blinden Passagiere sind noch ein Stapel und wir haben Eisenhütten im Deck und so. Das kann schnell leer werden. Ach, das behalte ich mal. Natürlich. Behalten oder ablegen? Behalten wir. Die Hexenzirkel. Blinden Passagiere. Und dann einfach eine Kolonie. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ich denke schon. Der Ausschlag ist ganz gut, weil ich so manchmal so flüstere, wenn ich konzentriert bin. Da habe ich noch einen Fluch gekriegt. Aber ich denke, er kommt nicht auf Kolonie ohne Platin. Oh doch. Okay. Aber ich führe trotzdem noch. Mal gucken. Ob wir hier was finden. Legen. Anbau. Entsorgen ein Kupfer.
Ja, den musste ich, glaube ich, finden. Das reicht schon, ne? Behalten. Auf jeden Fall. Hexenzirkel spielen. Eisenhütte auf blinden Passagier. Und dann einfach einen blinden Passagier kaufen. Dann gewinnen wir mit 2 Punkten Vorsprung. Als Startspieler ein bisschen, ja, ein bisschen mies, aber GG. Danke fürs Zuschauen.